Ja, hallo Taschenlampenfreundin, herzlich willkommen zu einem neuen OLED-Lampenvideo. Wieder eine Neuvorstellung von einem neuen Produkt. Heute schauen wir uns eine neue Stirnlampe von OLED an, die HS2. So, aber wie immer, schnell die technischen Daten für die Technikinteressierten. Auch dieses Lämpchen wurde mir freundlicherweise ausgeliehen von OLEDstore.de, dem deutschen OLED-Vertrieb. Es handelt sich um das Modell OLED HS2, eine Stirnlampe, die hat zwei Cree XPG2 in kaltweißer Ausführung drin. So, bei den Betriebsmodi ist er so ein bisschen unterschiedlich, ne, weil wir können diese Lampen einzeln aktivieren, also nur eine LED oder zwei LED, und in beiden Ausführungen haben wir eben die starke und schwache Lichtstufe. Das heißt, entweder wir haben eine LED mit 50 Lumen oder wir können sie auf Power schalten, dann hat sie 200 Lumen. Wenn nur eine LED läuft im schwachen Modus mit 50 Lumen, dann haben wir eine Laufzeit von 18 Stunden, oder wenn sie im starken Modus läuft, haben wir 4 Stunden und 30 Minuten. Schalten wir beide LEDs an, haben wir einen schwachen Modus, also 2x50, 100 Lumen für 9 Stunden. Und wenn wir beide LEDs anhaben und da in den Turbo gehen, kommen wir auf 2 Stunden, 12 Minuten bei starken 400 Lumen. Verbaut ist hier ein 2000 mAh starker Lithium-Polymer-Akkupack. Mit dabei ist noch ein USB-Kabel und so ein schönes Aufbewahrungstäschchen. Wir haben ein Gesamtgewicht von 117 Gramm. An einem breiten Stirnband, trägt sich recht angenehm. Wir haben eine Schutzart IPX4. Das Ganze kostet 70 Euro und die Bezugsquelle ist eben auch hier der OLEDstore.de in Deutschland. So, nochmal alles rein. Wer sich nochmal anschauen will, macht kurz Stopp und kann sich hier nochmal die technischen Daten reinziehen. So. Das ist ein Lämpchen. Kommt hier in so einem Karton mit ein paar technischen Informationen hinten drauf, ein paar Beschreibungen. Darin ist eine schöne, robuste Aufbewahrungsbox mit Reißverschluss. Mit dabei noch das erwähnte USB-Kabel. Das ist ein Micro-USB-Kabel, noch normal. Noch zwei so Ersatz Führungsschienen. Ne? Die kann man hier um das Gummiband machen, um hier das Kabel anzubringen, und Papierkram, in dem auch nochmal die technischen Daten drin sind und die Erklärung der Lampe. Das ist schön, da geht nichts verloren, kann man alles hier in diese kleine Netztasche machen und das Ganze zu. Da kann man dann die Lampe auch verstauen, wenn man sie sich in Urlaub fährt oder einen Rucksack mitnehmen möchte oder wie auch immer. Jetzt zur Lampe selber. Können wir uns hier hinten ja schon schnell den Akkupack anschauen. Ne? Der ist hier in so einem Kunststoffcase verpackt. Unten technische Daten. Hier steht 2000 mAh. Jawohl. Hier haben wir eine Gummikappe. Die können wir wegmachen. Darunter befindet sich dann der Micro-USB-Anschluss zum Laden des Akkupacks. Und daneben dran haben wir einen blauen Knopf, und wenn man hier drauf drückt, sieht man vier LEDs angehen, die jeweils 25% der Ladekapazität anzeigen. Geht dann auch von allein wieder aus und man sieht, die Lampe ist voll, die kam hier voll vorgeladen. Angenehm zu tragendes Stirnband. Hier auf der Seite haben wir den Bedienschalter. Den Spiralkabel, ne? Passt sich also auch jedem die Kopf an. Hier vorne haben wir diesen wirklich kleinen Lampenkopf, der hoch und runter beweglich ist. Also wir können ihn wirklich senkrecht auf die Füße strahlen lassen oder nach vorne, oder wenn wir uns dann in einem Raum befinden, zum Beispiel über die Decke ausleuchten. Hier vorne drin haben wir diese kleinen XPG2 LEDs hinter so zwei unterschiedlichen Linsenelementen, einmal für Reichweite und einmal für Weitwinkel. So, zur Bedienung der Lampe. Wenn wir einmal hier drauf drücken, geht die Lampe an im zuletzt gespeicherten Modus. Wir haben jetzt beide LEDs an, also dann Reichweite und Weitwinkel. Und wenn wir dann einmal hier drauf drücken, können wir, er dimmt dann immer runter in die unterschiedlichen Modus. Also mit beiden LEDs an haben wir jetzt die 100 Lumen. Wenn wir drauf drücken, dimmt sie hoch in 400, dimmt runter in 100, dimmt hoch in 400. Wenn wir jetzt aber sagen, okay, ich brauche jetzt nur Reichweite oder ich brauche nur Weitwinkel, können wir einen Doppelklick drauf machen und können so zwischen den beiden LEDs hin und her schalten. So, jetzt haben wir nur die Weitwinkel-LED an
und können hier eben zwischen 50 Lumen und 200 Lumen hoch und runter dimmen. Ne? Das ist zum Beispiel dann cool im Stockdunkeln in einem Raum. Kannst du dir die Weitwinkel-LED einschalten mit 50 Lumen. Dann hast du 18 Stunden Beleuchtung. Oder Doppelklick. Wir zappen auf die Fernsicht-LED und können hier auch wieder durch einmal klicken hochdimmen auf 200 Lumen oder runterdimmen auf 50 Lumen. Ein weiterer Doppelklick stellt uns dann beide Lampen wieder an und durch Einfachklick können wir wieder hoch auf 400 Lumen bzw. 100 Lumen. Das finde ich ganz cool. Weitwinkel 50 Lumen. Und ausschalten, kurz länger drauf bleiben, ne? Zack, und sie dimmt aus, runter. Einfache Einknopfbedienung und trotzdem hat man diverse Möglichkeiten. Ne? Blinkt schön hin und her, ne? Je nachdem, was man halt eben braucht. Jetzt sehe ich nichts mehr. Oleid HS2 Stirnlampe. Neues Modell, aber hier natürlich auch interessant, wie schlägt sich dieses kleine Lämpchen denn im Dunkeln? Und das werden wir uns auf jeden Fall in einem weiteren Video anschauen. Gerade Stirnlampen, eigentlich sehr interessant. Klar, für alle, die irgendwie draußen, die Leute, die nachts laufen. Die Runner haben da ja oft mal so Sachen mit dabei. Oder ich kenne Kollegen, die fahren auch mal nachts mit dem Mountainbike durch die Gegend. Ne? Da ist vielleicht so eine Stirnlampe auch nicht schlecht. Oder wandern, selten campen, wie auch immer. Aber selbst irgendwo beim Handwerken oder Arbeiten, wo du Licht brauchst und beide Hände zur Verfügung für Werkzeug, wie auch immer, sind natürlich so eine Stirnlampe immer interessant. Oder bei den Rettungskräften, die sind ja heutzutage alle mit Stirnlampen ausgerüstet, obwohl die neuen Helme mit den Schiebvisieren da ein bisschen noch Probleme gibt. Da werden gerade neue Lösungen gesucht mit den Stirnlampen, die man bisher hat, mal eben klassische, jetzt braucht man irgendwelche speziellen, die man seitlich irgendwie anbringen kann. Ne? Aber sagen wir, für jeder, der die Hände frei braucht und im Dunkeln irgendwie arbeiten muss, sind natürlich Stirnlampen eine gute Alternative. Ne? Cool. Wirklich kleiner Lampenkopf, echt interessant. Was da möglich ist, mit diesen speziellen Linsenelementen da zu verbauen. Cool. Oleid H2S, Seriennummer, Kühlrippen. Einfache Bedienung, gut zu erreichen auf der Seite, auch mit Handschuhen. Der ist groß genug. Akku-Pack, kannst du natürlich jetzt so keine, sag ich mal, weiteren Ersatzstrom mitnehmen, wenn du da jetzt wirklich länger unterwegs bist. Irgendwie zum Wandern mehrere Tage, mehrere Nächte oder wie auch immer, dann empfiehlt sich da vielleicht eine Powerbank mitzunehmen. Dann kann man da zwischendrin wieder mal die Lampe laden. Aber wenn man sich so ein bisschen zurückhält, mit einer LED in 50 Lumen hast du 18 Stunden. Ne? Also da kannst du schon mal 3 Nächte ein bisschen über die Runden kommen. Und dann natürlich bei der ersten Gelegenheit nicht vergessen zu laden. Okay, kurze Theorie zur Oleid HS2, neues Stirnlämpchen, aber das werden wir uns natürlich noch im Dunkeln anschauen. Also an der Stelle danke an Oleid Deutschland vom oleidstore.de für das freundliche zur Verfügung stellen und ausleihen dieses Lämpchen und für euch fürs Danke, fürs Reinzeit bewerten, kommentieren und ja, freut euch auf die Nachtvideos der Lampen. Okay, macht's gut, ciao, bis zum nächsten Mal, bye bye, euer Hilbidi und immer schön Taschenlampe im Dunkel dabei haben, dass euch nichts passiert. Also bleibt gesund. Ciao.